Ich habe sogar 389 XP gekriegt. Für was denn? Ich habe gar nichts gemacht. Ey, manchmal rennst du über die Map, weißt du, über die ganze Scheiß-Map. Lootest und machst und hast am Ende gerade mal so 90 XP. Verstehe das Prinzip nicht. Jetzt habe ich gar nichts gemacht, bloß in der Ecke gesessen. So, ich esse erstmal was, dann hau ich mir einen Painkiller rein. Und dann renne ich mal über die Brücke. Oder so. Ach komm, kotzt mich das da schon wieder an, Alter. Ah ja, ah ja, ah ja. Puh, puh, puh. Justice League, Junge. Supermänner. Jeder ist hier ein Superman. Die Leute haben magische Kräfte. Ich habe doch keinen Rucksack. Was für einen fetten Arsch habe ich denn, dass es 2 Meter, nachdem ich durchs Gebüsch bin, immer noch hinter mir rasche? Ist doch nicht zu fassen. Mir, Tarkov, gib's mir. Was macht das Spiel dann mit Absicht? Jetzt, wo es sieht, dass ich keinen Rucksack habe, gibt es mir so ein Teil, was 4 Slots braucht. Wahrscheinlich nicht, ich weiß es nicht. Aber wahrscheinlich bin ich zu fett. Eigentlich kannst du über Tarkov rennen, über die Map rennen, wie ein junger Gott. Das ist, wenn es dich erwischt. Behutsam und taktisch bringt auch nichts irgendwie, wie wir es gerade gesehen haben. Keine Ahnung. Wenn deine Zeit gekommen ist, ist sie gekommen. Ja, natürlich jetzt nicht dumm werden, bloß wegen dem einen. Trotzdem halbwegs bisschen. Mit Verstand. Hast du Entfernung einschätzen geübt? Nö. Ich überlasse das alles meinem intuitiven Verstand. Meinem messerscharfen Wahrnehmungsvermögen. Muss die Hütten ablaufen? Nee, nee, bloß jetzt hier, das hatte ich schon gemacht. Also die habe ich schon durch mit den Hütten. Das war jetzt hier, wo du bloß
zu diesem Typ musst. Dieser eine kleine Hosenscheißer, der da drin liegt. Ja, und ein Maskeps muss ich erschießen. Mann, ich hatte gerade so eine schöne Waffe, Mann, mit Scope und Schalli und allem drum und dran. Also Skeps mit Schrotflinte, muss ich dazu sagen. Und Headshot, glaube ich. Wer war denn das jetzt? Wer war denn das jetzt? Spart, oder? Ja. Headshots. 7 Stück aber nur. Okay, 7 Stück. Ja, gut. 3 weniger, als ich erst gedacht habe. Ja, und wir müssen noch 9-mal von Shoreline entkommen. Das ist meine wöchentliche. Da habe ich ja nur noch heute eigentlich. Morgen, ich weiß nicht, Sonntag. Also es ist schon heute wieder so irgendwie gefühlt. Sind schon wieder echte Superhelden unterwegs. Aber am Sonntag habe ich ja noch weniger Bock. Ich meine, vielleicht hat er auch bloß so in die Büsche. Olli, ich danke dir für 6 Monate. Dankeschön. Schluss mit der Werbung. Ja, die Werbung nervt. Ah, kein Skeff da. Schon. Oh, alle 2. Ach ja, mit Headshots auch außerdem. Ja, ist ja gut, Junge. Ich hab's ja verstanden. Gleich so durchdrehen. Hättest du mal lieber vorhin den Idioten abgeschossen. Aber du drugan moi bival точно. Alter, war der laut. Ja, schön, dass er jetzt da hinten sitzt. Die Sniper hier oben ihr Unwesen treiben. Wiegen wir ihn mal in Sicherheit. Oh, Alter, was ist passiert? Sprich mit mir. Euer Kumpel hat das Zeitliche gesegnet. Wir können ja mal kurz runter gucken, so. Wie es ihm geht. Mist. War das wenigstens ein Headshot? Die lachen sich kaputt. Ah, war nicht mal ein Headshot, Alter. Ich war da auf seiner fetten Rübe.
Вот что, мы подошли из-за угла. Was war denn das schon wieder? Ach, starres Rad. Oh, da habe ich mich jetzt erschrocken. Oh. Da muss ich, fällt mir gleich wieder Reserve ein, wo ich dachte, ich renne durchs Stacheldraht, weil ich Hitze kriegt, Alter. Oh. Mann, ihr Vollidioten. Geht mir aber Keks. Ich erwische aber auch jedes bisschen, was da auf der Straße rumkullert. Schwerst verletzt, Junge. Sind auseinander gespritzt, Junge. Wie von der Taranne gestochen. Das Glück hätte ich vorne haben müssen. Nein. Ich hatte ja eine gute Waffe. Guten Zeug hast du kein Glück. Aber das ist jetzt wenigstens Kopfschuss. Okay. Schwanzus longus. Hast du Lighthouse? Als ich da drüben war, haben sie hier gestanden und hier runtergeklotzt. Was sind das Idioten? Das machen die doch mit Absicht, Mann. Ja, dann gucke ich mal hinter zu dem Skeff-Hügel. Da könnten sich noch welche rumtreiben. Vielleicht kriege ich da noch zwei. Irgendwas Schallgedämpftes. Was war das, Alter? Schallgedämpft von rechts irgendwas. Hab auch das Video gesehen, wo Soldi erwähnt wurde. Bei mir ist er auch raus. Wird mir nicht mehr angezeigt, wenn er streamt. Okay. Hast du sozusagen defollowed oder entfollowed. Ja, ich fand es halt wirklich, das gehört sich nicht. Echt, das ist
das Mindeste, was man machen kann, mal ein Dankeschön zu sagen. Muss ja keine große Konversation draus machen, aber ein Dankeschön auch an den, der vor mir ja mit dem Abo, da hat jemand mit Prime abonniert, da gehört sich auch ein Dankeschön. Und das Prime-Abo ist nicht weniger wert als jedes andere, weil bloß weil er es ja schon einen Monat in seinem Prime-Abo halt mit drin hat, ist das Sub trotzdem ein Sub, für den ich mich zu bedanken habe. Fuck. Und wer das nicht kann, der ist bei mir direkt. Der kann zusehen, wo der Pfeffer wächst. Also das ist. Da könnte ich mich jetzt schon wieder reinsteigern. Nee, aber abgehakt. Das Thema hat sich erledigt. Es gibt Leute, die freuen sich da noch drüber und die kriegen das dann auch von mir. Ja, es ist halt, wenn es den Leuten zu gut geht, weißt du, das, dann sehen die auch keine klaren Bilder mehr. Dass man mal ja nicht so wird, Alter, dass man mal ja nicht so wird. Aber da habe ich keine Bedenken eigentlich. Man ist, wie man ist. Streamen ist der Spiegel der Persönlichkeit. Kann ich eigentlich jetzt so philosophisch mal zum Besten geben. So wie du im Leben bist, bist du auch im Stream, denke ich. Und dann ist es mit manchen halt nicht weit her. Bescheidenheit und Demut, das ist heute sowieso fehl am Platz. Aber vielleicht kommt die Zeit, wo es die Leute wieder lernen. Gut, da sind wir jetzt nochmal rausgekommen, haben zwei Scavs. Ist jetzt nicht die Welt, war nichts Weltbewegendes, aber Kleinvieh macht auch Mist. Oh, mein Zuckerhaus kann ich.